Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von New Style Boutique 3 Styling Stars Begin Pen. Es ist Nacht. Es wird Zeit, dass wir schlafen gehen. Ach ja. Oh, Cosplay-Fan. Sehr cool. Was haben wir in den letzten Parts gemacht? Wir haben unsere Mieten, unsere drei von der Tankstelle angezogen. Soweit ich weiß, wir haben Angelique bei ihren Date-Outfits geholfen. Und da ist er auch schon. Wir müssen die Musik ändern. Wer kommt jetzt? Hi, hi. Gott, wer war das denn? Ich weiß das gar nicht mehr. Hallo, der Kinoabend war ein Erfolg. Und der Film selbst war auch recht unterhaltsam. Ich konnte es mir nicht verkneifen, heimlich meinen Angebeteten anzublicken, wie sehr seine Augen strahlten. Morgen wollen wir gemeinsam einen Vergnügungspark besuchen. Mit ihm ist es wirklich nie langweilig. Jeden Tag überrascht er mich aufs Neue. Auf jeden Fall brauche ich Kleidung, in der man sich gut bewegen kann und die auch strapaziert werden darf. Normalerweise ist das ja nicht mein Stil, aber könnten Sie mir wohl ein einfaches Outfit zusammenstellen? Aber natürlich! Das ist ja jetzt nicht das Problem. Wo ist denn hier schlecht? Da. Ich nehme lieber die Marke dazu, das wird mir dann zu viel. Naja. So viel Auswahl habe ich ja doch. Wäre so schön. Wir haben keine anständige Jeanshose, okay. Müssen wir auf den Rock. Verdammt. Was sagen die Schuhe? So. Gucken wir mal, was wir so an Oberteilen damit fischen können. Vielleicht so. Dann kriegst du noch hier die Schuhe. Weil die Strumpfhose braucht sie jetzt nicht. Schon deshalb, weil ich die wahrscheinlich nicht mal in der gleichen Farbe habe. Dazu dann so ein schönes Jacket drüber. So. Guck mal, wir haben sogar noch Dings. Das Mützchen. Das passende Mützchen haben wir immerhin. Ja. Ja, warum nicht? Ich meine, die Schuhe passen zum Oberteil und zur Mütze. Die Tasche passt zum Rock. Und das war einfach der hübscheste Mantel, den wir gerade haben. Sie sind wirklich eine Kennerin, wie sie im Buche steht. Warten Sie, ich bin gleich wieder da. Also es kann hier nicht so kalt sein. Bisschen zu warm. Und der Angelique steht doch eh alles. Die kann doch alles anziehen. Ihre Ratschläge sind fantastisch. Da kann man sich total darauf verlassen. Das ist noch stylischer als mein kühnsten Träumen. Und dann auch noch so tolle Accessoires. Einfach ein fantastisches Outfit. Gar keine Frage. Freut mich. Hey. Oho, da fühlt man sich ja ganz anders. Ja, damit wird der Ausflug sicher noch einmal so viel Spaß machen. Ich würde ganz gerne wissen, wie ihr Date ist. Ich habe ja den Verdacht, dass es Melvin ist. Aber ich überlege gerade, es könnte vielleicht auch Ethan sein. Das wäre auch krass. Aber ich würde ihn jetzt nicht so einschätzen. Irina ist da. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Und wieso tragen die ganz andere Klamotten als auf dem Bild? Okay. Also was möchtest du kaufen, Irina? Ich habe mich noch nicht entschieden. Wie? Noch immer nicht? Mirina, du warst doch die herkommen wollte. Ja, aber das war auch schon mein ganzer Plan gewesen. Mehr habe ich mir nicht überlegt. Oh, okay, in diesem Fall. Entschuldigen Sie, könnten Sie uns bitte einen Inner zeigen? Warte mal, Cassidy, was machst du da? Sie mag Dinge mit Blumenmuster, also bitte etwas in der Richtung. Kein Problem. Ein Inner mit Blumenmuster. Ich meine, da haben wir genug von. Yep. Toll, wunderbar. Ganz genau das,
was ich mir so vorgestellt hatte, nicht wie zur Anprobe, sonst platze ich noch vor Glück. Du bist gerade ohne, du hast selber eben gerade gesagt, dass du ohne Plan hergekommen bist. Und gesagt hast, das war eigentlich mein ganzer Plan, einfach herzukommen. Und jetzt, das hast du dir vorgestellt. Ich wusste doch, dass ich hier an der richtigen Adresse bin. Eine einwandfreie Empfehlung war das. Geblümt. Etwas in der Art wollte ich schon seit längerem haben. Also das muss ich einfach kaufen, so viel steht fest. Das freut mich. Wie gefällt es dir, Mirina? Es ist fantastisch. Ich finde es richtig toll. Wirklich, oh, das freut mich. Ich bin froh, dass du vorhin die Zügel in die Hand genommen hast, Cassidy. Danke. Keine Ursache. Komm schon, ihr Süßen. Blüpp. Vielleicht ist mein Outfit auch, mein Mannequin-Outfit einfach zu teuer. Wer bist du denn? Ich kann mich ganz vage an dich erinnern. Aber nur ganz vage. Hat länger gedauert, ich weiß, aber ich wollte mal wieder Kleider kaufen. Mir sind heute viele ausgefallene Ideen durch den Kopf gegangen, was ich mir alles kaufen könnte. Dann habe ich jedoch eine Kellnerin im Café gesehen, die mich zu einem neuen Look inspiriert hat. Ihr Style war ziemlich schmucklos und unaufdringlich, aber dennoch hat sie bezaubernd ausgesehen. Ich habe mir überlegt, diesen einfachen Look eine Chance zu geben. Also, was für ein Outfit können Sie mir da empfehlen? Und bitte, es sollte wirklich einfach und schlicht sein. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Ja, bestimmt. Probieren wir mal. Also, ich habe die schon mehrfach angezogen und dann kommt diese mir so. Die ist so gemein. Dann vielleicht ein pinkes Oberteil so. Nee. Verdammt! Jetzt geht das schon wieder los. Die Frage, was könnten wir dir anziehen? Vielleicht sowas in Orange? Ich hab vielleicht doch eher was in Gelb. Jetzt sieht so aus wie die Biene Maya. Dann könntest du die gelben Schuhe hier anziehen. Dann kriegst du noch die Narbe. Dann Hütchen auf. Gelbe Brille. So, das wär's gewesen. Ah! Sieht man. Wir haben ja doch noch was in Gelb. So, wir geben jetzt die volle Packung an gelben Sachen. Hast du jetzt nochmal Glück gehabt? Toll, wunderbar, ganz genau das, was ich mir so vorgestellt hatte. Nichts wie zur Anprobe, sonst platze ich noch vor Glück. Wie die mal alle platzen wollen. Das ist so unglaublich schrecklich. Immer wollen sie platzen. Immer platzen die vor Glück. Na, wenn das so ist, bei so einer eindringlichen Empfehlung muss ich es natürlich nehmen. Nach dem Anprobieren bin ich jetzt ganz begeistert davon. All diese Feinheiten, ja, da bleibt mir nur der Kauf. Und außerdem passt es ja noch in dein Budget. Das ist noch viel besser, ne? Das ist der Look, nach dem ich gesucht habe. So einfach und doch so effektiv. Danke, dass Sie mir das rausgesucht haben, Maike. Bis bald. Bye. Dum, 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 dum. Oh, wir haben bald den Styling-Rang schon wieder erreicht. Ah, Liv ist auch mal wieder da. Man merkt, es geht jetzt auf den Sommer zu. Erstmal kurz rausgehen. Ich will mal gucken, vielleicht ist ja hier irgendwo was los. Nö. Irgendwer im Blumenland? Nö. Talentagentur? Dim, dim. Willkommen, Maika. Wie schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ethan ist zwar zurzeit außer Haus. Aha, vielleicht ist es ja doch Ethan. Der Ethan trifft sich eventuell mit der Dings, ne? Meine Boutique. Also ich weiß nicht, ist es jetzt schon so früh für... Also die Outer tragen sie noch, aber die sind jetzt schon mal ein bisschen... Ne? Nicht mehr so warm angezogen. Weswegen bin ich nochmal hergekommen? Echt jetzt? Du bist hier, um einen neuen Outer zu kaufen, erinnerst du dich? Ah ja, stimmt ja. Ich vertraue darauf, dass Blau meine Glücksfarbe ist. Ja. Ach, deshalb hast du so viele blaue Sachen. Weil die auch gerade blau trägt. Wie auch immer, ich möchte einen Outer kaufen. Und selbstverständlich muss es blau sein.
Manchmal wundere ich mich über Menschheit. Ihr Väter sind für Abenteuer. Haben Sie etwas in der Richtung für mich, Maike? Die eine trägt hier gerade nur lila und die trägt gerade nur, was auch immer das sein soll. Ockerform. Lyrik geht wahrscheinlich nicht. Sie könnte Marzipan Sky tragen, sie könnte aber auch. Nee, nicht das suche. Sie könnte aber auch feminin sein. So, was hätten wir denn hier? Wie wär's damit? Ich glaube, das ziehen wir dir auch an. Ja, du wolltest was in Blau. Ja, das klingt doch gut. Den sollte ich unbedingt anprobieren. Ich meine, sie hat nichts Blaues an. Obwohl, die Schuhe könnten blau sein. Sieht aber mehr weiß aus. Wie kann jemand so genau wissen, was mir gefällt? Ich bin ganz überwältigt. Das ist blau. Sehr schön. Sowas hatte ich gesucht. Ja, an dem komme ich nicht vorbei. Außerdem ist es noch wahrscheinlich dein Stil. Aber okay. Das passt perfekt. Was meinst du, Hermine? Sieht echt gut aus, es steht hier. Meinst du ernst? Oh, toll. Die Wahrheit ist, ich war mir zunächst nicht ganz sicher. Das hat von hier aus aber nicht so ausgesehen. Jedenfalls bin ich sehr froh, dass ich sie um Rat gefragt habe, Maike. Vielen Dank, ich komme sie sicher bald wieder besuchen. Das nächste Mal kaufe ich sicher auch etwas für mich. Ja, klar. Und. Vielleicht sollten wir uns auch mal so ein bisschen was zurechtlegen jetzt so für den Sommer. Ich meine, wir haben so viele Klamotten. Rita! Uff, mein Arbeitstag war heute echt anstrengend. Aber es hilft besser beim Entspannen als Shoppen. Nur ist es so, dass ich Shoppen zwar liebe, aber Schwierigkeiten habe, mich für Sachen zu entscheiden. Könnten Sie mir ein schönes, damenhaftes Top raussuchen, was mir passt? Natürlich. Wo bist du denn? Feminin. Oh mein Gott, wir haben so viele Sachen. Könnten wir das hier vielleicht aufdrücken? Oder das? Ja, das vielleicht nicht unbedingt. Na komm, du kriegst das hier, dann bin ich nicht los. Bei so viel Selbstsicherheit kann ich nur schwer Nein sagen. Dann sehen wir doch gleich mal. Ich hoffe, sie trägt es jetzt nicht drunter. So kann ich mich aber nicht vor Leuten zeigen. Ich muss mir mal kurz was leihen, ja? Aber natürlich. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Hier kriegt man echt die besten Empfehlungen. Hochwertig, genau sowas hatte ich im Sinn. Also, das muss ich einfach kaufen. So viel steht fest. So. Ich liebe dieses Top. Das hat mich wirklich aufgeheitert. Dankeschön. Ich glaube, ich ziehe es morgen zur Arbeit an. Was? Lüb. Oh, ich glaube ganz kurz, da fehlt noch ein bisschen. Ich glaube, da fehlt noch ein ganz kleines bisschen. Was nur ihr zwei? Oh, schön. Was meinst du? Was wäre gut? Keine Ahnung. Du siehst doch in allen Klasse aus. Ach, Schatz, du bist so süß. Aber jetzt mal ernst. Wir wollen deinen Eltern beim Abendessen sagen, dass wir heiraten. Es ist wichtig, dass das gut läuft. Ich frage wohl am besten mal die Angestellten hier im Laden. Entschuldigen, können Sie uns vielleicht weiterhelfen? Gummikantchen. Nun, ich werde diesen glücklichen Jungen heiraten. Die gute Neuigkeit müssen wir natürlich auch unseren Familien überbringen. Für diesen Anlass brauche ich die perfekte Kleidung passend zur Atmosphäre. Wir planen ein elegantes Dinner, also wäre formelle Kleidung wohl angebracht. Ich glaube, ein Jackett im femininen Stil würde da sicher gut passen. Ja, können Sie mich ein bisschen beraten? Natürlich. Ah, das mache ich doch gern. Ah, sie will heiraten. Stil. Nee, nicht exklusiv. Feminin. 22. Ja, da werden wir doch was finden für dich. Oh, das ist ein bisschen zu viel. Okay. Guck mal, so ein schicker Blazer. Gegen einen Blazer kannst du nie was verkehrt machen. Aber wenn der Modeprofi das vorschlägt, gehe ich doch gleich mal in die Umkleide.
Ja, sieht gut aus. Eine spitzenmäßige Empfehlung. Total stylisch. Hochwertig. Ich bin froh, dass ich etwas gefunden habe, das so gut aussieht. Tja, das muss ich haben. Das ist mal klar. Yay! Das ist das wunderbarste Jackett, das ich je gesehen habe. Alles wird perfekt laufen. Dann bin ich überzeugt. Du siehst fantastisch aus. Ach, du bist der Allerbeste. Wissen Sie, ich frage mich, können Sie mir ein komplettes Outfit zu meinem neuen Jackett zusammenstellen? Kein Problem. Null Problemo. Komm, wir ziehen hier ein schickes Kleid an und dann wird das schon. Entspann dich einfach. Dann wird das schon. Ja, jetzt sind wir bei 400. Oder vielleicht doch lieber die anderen. Nee, die sind schon echt cool. Das Kleid. Das belassen wir so. Ich weiß nicht, die Strickkleider gehören einfach zu meinem Lieblingskleid. Entschuldigung, aber... Ich liebe die! So, gucken. Vielleicht noch eine Kette. Damit es nicht so überhand geht. Denn... Oh, die Tasche, das wird den Rahmen sprengen. Schade. Das springt auf den Rahmen. Dann kriegst du halt noch die Ohren. Das ist es. Na, wenn der Modeprofi das vorschlägt, gehe ich doch gleich mal damit in die Kleider. Ja. Du siehst toll aus. Voll erwachsen und so. Nein, wenn sie dich nicht mit Kusshand nehmen, weiß ich auch nicht. Das war eine phänomenale Auswahl. Mir gefällt dieser modische Style. Das wird natürlich gekauft. Ja. Und nochmal ein bisschen Geld in den Kassen. Wunderbar, das passt perfekt zu meinem Jackett. Was für ein tolles Outfit. Du siehst einfach fantastisch aus, Mariam. Aber ich habe dir ja gesagt, du siehst in allem toll aus. Ah, oh, danke. Jetzt müssen wir dich auch noch komplett ausstaffieren. Du meinst nicht, ich könnte einfach so gehen? Ja, natürlich nicht. Du musst doch auch perfekt aussehen. Und bei der Arbeit bist du auch immer eher praktisch gekleidet. Einen Anzug hast du doch gar nicht, stimmt's? Stimmt, dann müssen wir wohl etwas für mich suchen. Gibt es hier in der Nähe nicht auch eine Herrenboutique? Ich kann dir ihn zeigen. Wissen Sie, ob dir was taugt? Und werden wir da auch komplette Outfits verkaufen? Das ist ja wunderbar, dann sind wir gerettet. Wenn jetzt auch noch diese wunderbare Dame das Outfit für dich aussucht, dann wirst du fantastisch aussehen. Also gut, dann schauen wir mal, wo die Herrenboutique ist. Das wird sich ja wohl finden lassen. Wir erwarten sie dann dort. Ja, wenigstens kriegen wir jetzt unseren Style-Rang zusammen. Yay! Juhu! Schon voll spät, ey. Kira. Komm, wir gehen jetzt in meine Wohnung. Kleiderschrank. Mal alles ausziehen. Was hätte ich denn, wenn ich gehe nach Marke? Da haben wir schon mal 80 Sachen, da werden wir doch was finden. Vielleicht doch ein bisschen zu vornehm. Für das Ganze. Vielleicht das so als Inner und dann irgendwas Schönes drüber. Ja, das kann man gelten lassen. Aber vielleicht rote Schuhe. Nee, nur die. Das wäre jetzt aber zu viel des Guten. Lassen wir es dabei so. Ich weiß nicht, ich finde die nicht so schön. Ja, das ist in Ordnung. Sieht toll aus. Voll edel. Gehen wir mal schlafen. Wir können ja am nächsten Tag jetzt zu Hermut gleich reingehen. Ah. Und? Nichts passiert? Was soll das denn? Vielleicht passiert ja doch was. Nee. Ab in die Herrenboutique.
Guten Morgen, Sie haben es also geschafft. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind. Und mir auch. Vielen Dank. Schön, dass Sie Ihre Meinung einbringen wollen. Also, nochmal kurz die Situation. Meine Freundin, oder besser gesagt, meine Verlobte und ich, wir wollen beide unseren Familien sagen, dass wir heiraten werden. Die wollen natürlich, dass alles perfekt ist. Und ich will das auch. Man verkündet ja nicht jeden Tag, dass man heiraten will. Ich brauche also wirklich hochklassige Kleidung für diesen Anlass. Natürlich, ich empfehle was Schönes. Er hat 9600. Jung, du hast aber das Geld. Ich stehe ja auf Westen, ne? Jetzt sieht er ein bisschen aus wie so ein, naja, wie soll ich sagen? Wie ein Kellner. Ich meine, kann man machen. Ach, das gibt's auch noch im Dunkel. Im Dunkel ist dann natürlich was anderes, ne? Ja, wo waren denn jetzt die Westen? So. Kommt auf an, was wir jetzt hier drüber ziehen. Erstmal brauchen wir eine Hose. Eine schöne Hose. Eine anständige Hose. Danke. Ja, das vielleicht nicht unbedingt. So. Socken sind eigentlich ziemlich wurscht. Die stecken ja eh im Prinzip da in den Schuhen. So. Gehen wir nochmal umgucken. Muss ein langärmiges Jackett sein. Das könnte man eigentlich so machen. Ohne Muster. Auch nicht so dunkel. Ein Jackett ist schrecklicher als das nächste. Das könnte man natürlich auch machen. Das finde ich schon sehr geil. Jetzt gibt's noch. Wo sind die Krawatten? Krawatten. Das sieht gut aus. Das sieht schön aus. Ist noch eine Melone drauf? Nein, keine Melone. Das ist schon arg übertrieben. Harry Potter wohl? Ich weiß ja nicht. Eine fette Rolex noch in der Hand. Oh, das sieht gut aus. Ja. Eine Empfehlung. Ja, sieht nett aus. Ich werde es gleich mal anprobieren. Das sieht nicht nett aus, das sieht heiß aus. Ja, vielleicht hätten wir auf die Brille verzichten sollen. Aber sieht gut aus. Nicht schlecht, Maika. Ich bin beeindruckt. Hey, super, was will man mehr? Ja, genau, das ist der richtige Look. Ich werde ein guter Schwiegersohn sein, Look. Genau, das hatte ich im Kopf. Vielen, vielen Dank und bis bald. Ich weiß doch, was den Schwiegereltern gefällt. Ich hab da voll den Plan von. Oh mein Gott. Wir hätten auf die Brille verzichten sollen. Dan! Was hältst du hier von Mariam? Das ist doch gut, oder? Gut, du siehst fantastisch. Das sieht fantastisch an dir aus. Dann passt das sicher fürs Essen mit deiner Familie, oder? Ich hoffe, es wird alles gut laufen. Das will ich hoffen. Schließlich wollen wir ihnen sagen, dass wir heiraten wollen. Exakt, Marianne. Ich kann es kaum erwarten. Maika, ich habe dir jetzt bei so vielen Kundengesprächen zugesehen. Mittlerweile habe ich wohl auch verstanden, was du mir neulich sagen wolltest. Ich sollte mich auf meine Kunden konzentrieren, anstatt mir einen Haufen verrückter Theorien auszudenken. Das war es doch, was du mir sagen wolltest, oder? Das spüre ich ganz einfach, wenn ich sehe, wie du mit Kunden umgehst. Ich dachte mir, sie behält alles, was die Kunden braucht, im Kopf. Und dann sucht sie das optimale Teil aus. Ich denke, ich sollte deinem Beispiel folgen. Ich will, dass du stolz auf mich bist. Also werde ich mich noch mehr anstrengen, um diese Stadt besser zu machen. Das ist mein neuer Plan. Das wollte ich hören. Haha, du klingst genau wie Tim. Jetzt schau mich nicht so an. Ich habe das als Kompliment gemeint. Ich bin viel besser als Tim. Und viel stylischer. Ethan! Na, wie war's? Beim Rummel. Hey, Maika, aufgeregt?
So aufgeregt wie ich sicher nicht. Das ist nämlich nicht zu überbieten. Übrigens, wegen der T-Shirts mit dem Design, das sie für uns erstellt haben. Ich habe mir überlegt, dass man die doch auf dem Festival verkaufen könnte. Was halten Sie davon? Ansonsten bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Wir müssen auch Outfits fürs Super Trio heraussuchen. Schauen Sie doch mal bei 910 vorbei, wenn Sie Zeit haben. Gott, was du schon wieder alles willst. Ja, was geht ab? Willkommen, Maika, wie geht es Ihnen? Ethan und Super Trio sind im Studio. Gehen wir. Gut, ich hoffe, Sie sind im Studio erfolgreich. Wir haben große Erwartungen an Sie. Setzt mich bloß nicht unter Druck. Oh, Maika, schön, dass Sie kommen konnten. Die Mädchen haben ein paar Vorschläge für die Outfits von Super Trio. Also wir drei sind ja von Grund auf verschieden und haben ganz unterschiedliche Geschmäcker. Ich hatte anfangs auch Riesenbedenken, ob wir als Gruppe zusammenfinden könnten oder nicht. Zum Glück haben wir erkannt, dass es eher eine Stärke des Teams ist, dass wir unterschiedlich sind. Die Vielfalt macht's. Ich stimme zu. Es bringt gar nichts, wenn man sich den anderen zuliebe ändert. Ganz genau. Wir wollen alle so bleiben, wie wir sind, solange wir zusammenhalten. Um uns äußerlich von unseren besten Seiten zu präsentieren, haben wir uns was ausgedacht. Wir haben jede ein Haaraccessoire mitgebracht, die unseren Charakter am besten zeigt. Wir haben sie gemeinsam ausgesucht und jetzt möchten wir Outfits, die gut dazu passen. Okay, ich möchte als erstes etwas auswählen. Ich hätte gern ein Outfit, das gut zu diesem Haaraccessoire passt. Was für ein Haaraccessoire? Sie können Ihr Können zur Genüge bewiesen, also suchen Sie einfach etwas aus, was Ihrer Meinung nach am besten wäre. Was für ein Haaraccessoire? Es ist rosa. Kann ich mir das Haaraccessoire auch mal angucken? Also es muss rosa sein. Es könnte jetzt poppig sein oder... Es ist wahrscheinlich Dings, ne? Na schön, was es jetzt am Ende aber wird, beziehungsweise wie die Outfits unserer Mädels wird, das werdet ihr leider erst im nächsten Part sehen. Es tut mir echt leid. Aber trotzdem, Dankeschön, dass ihr zugesehen habt. Bis denn und bye bye.